Erstmals äußert sich der Verteidiger von Christian B. zum Zustand seines Mandanten, der für das Verschwinden der kleinen Maddie verantwortlich sein könnte. Wie soll es einem Menschen gehen, der in einer Justizvollzugsanstalt isoliert ist und die halbe Weltbevölkerung ihm schlimmste Verbrechen vorwirft? Er könnte der Mörder von Maddie sein. Doch noch gibt es kein Geständnis, keine Beweise und keine klare Spur zu Maddie. Umso wichtiger sind nun zwei Frauen. Beide waren mit dem Mann zusammen, der Maddie im Mai 2007 entführt und getötet haben könnte. Die eine der beiden Frauen, Naxia M. aus Braunschweig. 2013 verliebte sie sich in Christian B. Damals war sie gerade mal 17 Jahre alt, minderjährig. Als sie Kinderpornos in der Wohnung von Christian B. findet, stellt sie ihn zur Rede und wird von ihm krankenhausreif geprügelt. Bild trifft Naxias damalige Freundin Lenta Jolitz. Sie arbeitet mit Christian B. in diesem Kiosk. Wir kannten uns halt durch den Kiosk und wir haben uns zwischendurch gesehen. Und da ich Christian kenne und sie auch, da hat sie von alleine angefangen zu sprechen. Dann hat sie erzählt, halt, dass er im Gefängnis war. Das ist auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ich hatte sie damals gefragt gehabt, ob das für sie okay ist, da er viel älter ist. Und sie hat mir bestätigt, dass das aus Liebe ist und dass sie damit total einverstanden ist und kein Problem damit hat, wo die Liebe halt hinfällt. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann war das schon so, dass er leicht aggressiv geworden ist. Sie hat mir gesagt, dass er sie gewürgt hat und das geschlagen hat und deswegen auch wegen diesen Verletzungen ins Krankenhaus musste und ihn angezeigt hat, aber diese Anzeige hat sie dann zurückgenommen, beziehungsweise es kam zu keinem Urteil. Und Christian B. war mit noch einer weiteren Frau liiert, damals in seiner Zeit in Portugal. Ihr Name? Nicole F. Sie lebte mit Christian B. von 2004 bis 2009 in Portugal in Foral. Der Ort liegt nur 60 Kilometer von Praia da Luz entfernt, dem Ort, an dem Maddie verschwand. Nicole F.'s Job? Sie betreute Pflegekinder im Auftrag eines Vereins aus Deutschland. Auch Christian B. soll in dieser Zeit Kontakt zu diesen Kindern gehabt haben. Hat auch dort Kindesmissbrauch stattgefunden? Bekannt wurde jedenfalls bisher dieser Vorfall. Ein Mädchen verschwand aus der Betreuung, möglicherweise mit Christian B. Später tauchte das Mädchen wieder auf, schwanger.